So, bei mir ist jetzt die Schauspielerin Stefanie Stumpf. Hallöchen. Hallo Markus. Stefanie, du bist selbst Schauspielerin und du bist die Tochter eines berühmten Schauspielers. Wenn man so will, stehst du also quasi dein ganzes Leben lang unter Beobachtung. Weil erst wollte man wissen, ach guck mal, der hat ein Töchterchen, wie sieht die denn aus? Kann die auch was? Und jetzt bist du tatsächlich in die Fußstapfen deines Vaters getreten. Hast du das jemals so empfunden, dass alle Leute auf dich so ein bisschen schauen? Dadurch, dass ich schon mit 9 angefangen habe, habe ich mich recht schnell dran gewöhnt. Also wir sind ja keine Familie, die jetzt extrem das Privatleben nach außen tragen, dass man weiß, wie wir wohnen, welche Skandale oder was auch immer, sondern wir haben das eigentlich immer nur recht reduziert benutzt, kann man auch sagen, weil mein Vater und ich sind nun mal wie so eine kleine Firma zusammen, Vater, Tochter, und das hat ja auch viele Jahre wunderbar funktioniert bei Stubbe. Aber ich habe es nicht als extrem negativ empfunden. Natürlich wussten ab und zu die Schulkameraden dann mehr über einen als man selbst, weil sie die Zeitung gelesen haben oder weil die Eltern ihnen gesagt haben, na, die Stumpf und dreht auch die ganze Zeit, kann sich wahrscheinlich schon das 5. Fahrrad leisten. Da hat man so den ein oder anderen Spruch mal bekommen. Aber irgendwie, komischerweise, hat mich das nicht so negativ tangiert, dass es mich behindert hat in meiner Entwicklung oder in meiner beruflichen Laufbahn. Du sagst, mit 9 ging es los bei dir. War das auch so ein inneres Drängen schon von dir als Kind, dass du da vor eine Kamera möchtest, oder wurdest du da noch so ein bisschen hingeschubst? Ja, nee, geschubst weder noch. Also ich habe recht früh angefangen, auf der Bühne zu stehen. Bin dann in den Chor gekommen und da in Dresden, und dann war ich dann halt ein paar Fernsehauftritte gemacht für den MDR. Und da Schritt für Schritt habe ich mich dann irgendwie dran gewöhnt, an Bühne und Kamera und an Publikum. Aber ich war eigentlich bis Ende der Schauspielschule eigentlich immer viel zu schüchtern, um zu sagen, hey, ich muss jetzt irgendwie in den Mittelpunkt und guckt mich alle an und ich kann irgendwas, sowas habe ich nie gemacht. Also ich wollte eigentlich, habe ich diesen Beruf eigentlich nur gewählt, weil ich nicht wollte, dass irgendeine andere die Tochter meines Vaters spielt. Also als Kind war ich eher schon so eifersüchtig irgendwie. Wenn mein Vater eine Kinopremiere hatte, damals war das TKKG, da hat dann eine andere so zu meinem Vater Papa gesagt, und das fand ich irgendwie blöd, und dann habe ich mich dann bei der Premiere ganz demonstrativ auf seinen Schoß gesetzt. Das ist so das, woran ich mich noch erinnere. Dass mir meine Eltern mir die Chance gegeben haben zu sagen, komm, probier's doch mal. Da bin ich sehr dankbar, weil von alleine hätte ich, glaube ich, nicht gesagt, dass ich das möchte, oder ich hätte es mir einfach nicht zugetraut. Ja. Jetzt so mit Blick auf deine eigene Biografie, wenn du mal Mama wärst. Okay. Kann man, das dauert noch. Ja, wahrscheinlich. Sonst würde man ja sehen. Hast du schon eine Ahnung davon, inwiefern du dein Kind raushältst aus der Öffentlichkeit oder inwiefern du das unterstützt? Also so verglichen mit deinem eigenen Kindsein. Aus der Erfahrung würde ich sagen, mir hat es nicht geschadet. Ich habe halt früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, selbstständig zu sein und zu wissen, dass man abliefern muss, dass man das ein gewisser Druck, dass man lernt, mit einem gewissen Druck umzugehen, egal wie alt man ist. So, das hat mir nicht geschadet. Ich würde meinem Kind aber nicht empfehlen, Schauspielerin zu werden. Also warum? Nein, Gottes Willen, nein, ich weiß nicht. Frag mal Till Schweiger. Der hat all seinen Kindern empfohlen, Schauspieler zu werden. Ja, wenn es funktioniert, ist er. Zu großen Ungunsten. Ja, ich weiß nicht. Also wenn man Geld verdienen will und berühmt werden will, sollte man es nicht tun. Ich wünschte mir, mein Kind würde irgendwas machen, was, weiß nicht, eine Ärztin oder so, finde ich toll, eine Anwältin. Das finde ich, du merkst schon, ich will ein Mädchen haben, ne? Das kam jetzt an, Ärztin. Ja, Anwältin. Ja, ja. Eine kleine Prinzessin. Hast du Kinder? Nee, auch noch nicht. Würdest du irgendwie sagen, hast du was in den Medien zu machen? Ich würde auch tunlichst davon abraten. Ja. Also, noch nicht mal, weil ich jetzt, also ich liebe meinen Beruf und ich bin auch ganz froh und dankbar, und ich finde, das ist ein Wahnsinnsprivileg, das machen zu dürfen. Aber es gibt so gewisse Dinge, da kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass ich meinem Kind die aussetzen möchte. Was denn zum Beispiel? Na, die Sache, mit der du so gut umgehst, dass man halt unter permanenter Beobachtung der Öffentlichkeit steht, sobald man die eigenen 4 Wände verlässt. Und das ist bei mir, lauern keine Fotografen vor der Tür. Na, so ist es natürlich nicht, aber wenn dich kennen mehr Leute, als du kennst. Für dich interessieren nicht mehr Leute. Das kann sein. Ja, zwangsweise. Und
Also mir hat das Einzige, was mir manchmal zusetzt in meinem Beruf, ist so, dass ich das Gefühl habe, so ein bisschen unfrei zu sein. Inwiefern? Na, das sind so Alltagsdinge. So, wenn man im Supermarkt, in der Bahn, so, wenn man halt merkt, so, die Leute gucken, reden über einen, dann hat man schon keinen Bock mehr, Klopapier zu kaufen, zum Beispiel. Ist das so? Ist so. Wobei, jetzt gibt es ja dieses neue geile Klopapier, das wie ein Ghetto-Blaster designt ist. Schon mal gesehen? Doch, ja. Hat so einen Tragehenkel und sieht aus wie ein Ghetto-Blaster. Ah, ja, doch, Ja, das habe ich ist ganz gesehen, geil. Foto, doch, doch, doch. Ja, Ah, das ja, hilft Prominenten wie dir nicht und mehr so mir wieder peinlich mit nicht dem mehr so peinlich. Klopapier. Jetzt kann man wieder Klopapier kaufen. Ja, Ach so, endlich. interessant. Es sind wirklich so die Kleinigkeiten des Alltags, wo ich mir denke, so, ich wünschte mir, keine Sau kennt mich. Ja. Aber du bist natürlich auch familiär bedingt dadurch eine Schule gegangen, die dich da wahrscheinlich vieles anders sehen lässt schon. Also komischerweise, wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin, der natürlich den hundertfachen Fokus hat, wenn er durch die Straße geht, dann strengt mich das auch an, weil man kommt A, nicht weit. Man kann nicht sagen, ich möchte jetzt dahin, muss ich noch Batterien holen, da muss ich noch ein paar A4-Blätter und dann wollte ich mir noch einen Leim und Postkarten holen. Du kommst einfach nicht so richtig vom Fleck. Ja. So, das ist nicht überall der Fall, aber sagen wir mal in Dresden oder auch in München zum Beispiel, auch in Hamburg. Aber das sind alles nette Begegnungen, das sind alles schöne Begegnungen, die meisten. Ein Ja. paar sind natürlich zu nah, also anfassen, fast die Schulter brechen oder so. Das erlebe ich jetzt nicht so ganz, das erlebe ich nur, wenn ich neben meinem Vater dann unterwegs bin. Das stresst mich mehr, als wenn ich alleine, ich kriege das irgendwie auch gar nicht so mit. Weiß nicht. Ich bin so zielgerichtet. Ich habe einen total schnellen Schritt drauf, laufe von A nach B und echt zügig. Wenn ich dann mal, mir ist es dann eher unangenehm, wenn jemand mit dabei ist. Also wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, dann ist mir das vor denen unangenehm, da so kurz Aufmerksamkeit zu bekommen. Mehr als die Person neben mir. Da schäme ich mich manchmal für. Mehr Aufmerksamkeit als der daneben zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist auch sowas, wenn man beim Italiener als Einziger einen Grabber bekommt, umsonst nach dem Essen. So, das sage ich dann immer, gebe eine Runde für alle aus, für das ganze Restaurant, weil ich das nicht Okay. haben kann, so privilegiert zu sein. Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber man macht sich schon viel eine Platte auch so, ne, in der Öffentlichkeit. Ist ja schön, dass du das machst. Ich glaube, viele machen sich keine Platte. Die machen diesen Beruf nur, damit Leute sie ansprechen, damit sie beobachtet werden, Ja, abgelichtet ist richtig. werden. Das ist aber das ist ein anderes Verständnis von Berechtigung, in den Medien zu sein oder Berechtigung oder für sein Handwerk. Ist halt was anderes. Du hast ja einen richtigen Beruf, ich habe einen richtigen Ja. Beruf. Und das ist halt, bei uns ist es nur eine Begleiterscheinung und kein Hauptziel, da jetzt irgendwie in irgendwelchen Blättern zu landen, weil man irgendwie spazieren geht mit dem Hund. Ich merke schon, also du hast da wirklich ein sehr gesundes Verhältnis. Ich mache mir da auch überhaupt keine Sorgen, dass das irgendwie aus dem Ruder gerät. Bin aber Da bin ich trotzdem, froh. Da ja, bin ich sehr froh, Markus. ist wirklich so. Ich bin aber nichtsdestotrotz jetzt schon gespannt, wen man dir als nächstes so an die Seite stellt. So affärenmäßig. Affärenmäßig? Du, ich bin auch gespannt. Wunschpartner? Du, nur Spekulationen bringen mich nicht weiter. Da kommen wir mit der Kinderthematik, kommen wir da auch nicht voran. Nee. Da muss da schon mal Was Handfestes was jetzt, ne? Handfestes, klare Ja. Fakten geschaffen werden. Ich bin nicht so zum Rumeiern hier und da habe ich auch gar keine Zeit. Zu so Spekulationen, Du hast jetzt die Riesenchance zu sagen, Hallo, guten Tag, mein Name ist Stephanie Strunk, ich bin 31 ich Jahre. hätte gern ein Kind von. Wenn du meine Uhr tickt, jetzt muss es langsam mal losgehen. Nein, nein. I spread my love, you know? Das ist einfach, man muss sich manchmal nicht nur auf einen festlegen. Man muss auch das, was nicht heißt, dass man jetzt alle sehr nah an sich ranlassen muss. Aber ich mag es, Liebe zu verteilen. Auf meine Art und Weise. Ich wünsche dir ganz viel Liebe im Gegenzug. Schau mal. Ja, Umarmungen sind doch das Tollste. Ich Ja. finde, davon gibt es viel zu wenig. Viel zu Stimmt. wenig. Manchmal kann eine Umarmung alles lösen. Findest du auch Jede immer toll? Traurigkeit, jedes, alles ist wie weg. Gibt es ja in Amerika, dass Leute mit einem Schild um den Hals rumlaufen, da steht Free Ja, Hugs ich drauf. weiß, bin ich sofort am Sollte man Start. hier auch mal Ja. einführen. Es gibt es angeblich am Münchner Hauptbahnhof. Ich laufe da schon immer rum, um da mal einen zu finden. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nur auf dem Oktoberfest kam mir mal einer entgegen. Wie gesagt, ich bin da sofort für zu haben. Sehr gut. Du weißt, wo du mich findest. Free Hugs, anytime. Du auch? Ja. Yeah, siehst du, das ist es. Ich finde, das löst alle Probleme.
wenn sich mehr Leute auf der Welt umarmen würden, ja. Auf jeden Fall. Das würde für ein besseres Betriebsklima hier sorgen, auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Danke bis hierhin. Bitte. Danke dir. Oh, herrlich.